Bap, boom, was geht ab? Schönen guten Tag wünsche ich euch. Willkommen zurück zu einem neuen köstlichen 10 von 10 Video. Und schaut mal auf die Uhrzeit. Ja, 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 wieder pünktlich um 14 Uhr. Ich hab's euch doch gestern versprochen. I'm getting fired. Hä, wieso? Wieso sollte man dich feuern? Oh, deswegen. Scheiß drauf, ob du jetzt arbeitslos bist oder so. Dein Wurf war wirklich erste Sahne. 10 von 10 Aim. Ey und Bro, falls du einen neuen Job brauchst, werd einfach Bauarbeiter. Geh schön ein paar Monate auf den Bau. Da ist eh jeder am Fuschen und keiner macht seine Arbeit richtig. Also erstens ist da einfach der verfickte Zement in dein Getränk reingefallen. Lass es dir schmecken. Und zweitens, wenn du so nachmisst, ob ein Stein gerade ist, wie sieht dann das Haus am Ende aus? Was ist das? Was soll das für eine Wand sein? Das Haus ist eine Bruchbude. Ach, was laber ich? Das ist überhaupt gar kein Haus. Das ist gar nichts. Das ist ein Haufen Müll, ein Haufen Scheiße, ein Haufen Dreck. Ich glaube, da sind die Toiletten am Frankfurter Bahnhof ein entspannterer Ort zum Schlafen. Ein Wind und das komplette Ding ist kaputt. In Berlin würden trotzdem die Besitzer 2000 Euro Miete dafür verlangen. Naja, die Erschaffer hiervon haben schon mal komplett reingekackt. Lass uns doch mal ein paar neue Innovationen anschauen. Von Leuten, die versuchen, etwas Neues zu kreieren. Von Leuten, die versuchen, echte Probleme zu lösen. Are these good ideas or just overdesigned? Okay, let's go, wir bewerten. Anti-Theft Lunchbags bringt nix. Ich habe noch nie jemanden in Deutschland mit so einer Lunchbag gesehen. Hier gibt's nur die feinste Tupperware als Brotbüchse. Ja, vom Design sieht's ganz cool aus. Aber wie soll das noch ästhetisch rüberkommen, wenn ich das komplette Ding zerbombe in einer 30-Minuten-Session, nachdem ich was Falsches gegessen habe? Dann sieht's nicht mehr so cool aus, vertrau mir. Okay, ja, ja, kann man machen. Junge, willst du, dass ich mir die Beine breche? Was soll das werden, wenn ich von einer Party oder so nach Hause komme? Oder in der Nacht aufwache und mir was zu trinken holen soll? Oha, der absolute Endgegner für eine allgemeine Personenkontrolle. Ja, so, der Herr, dann zeigen Sie mal Ihre Taschen her. Oh mein Gott, was ist das denn? Also, wenn ich Lust habe, keine Kinder mehr in meinem Leben zu bekommen, dann würde ich mich auf diese Rutsche trauen. Dann würde ich einmal runterrutschen, safe. Dieses Teil hier ist der Albtraum für jeden Jungen. Ja, also wir können festhalten, ein paar Sachen waren eigentlich gut gedacht, aber overall war eigentlich alles Müll. Alles war irgendwie ohne Sinn und war einfach viel zu viel. Macaroni Salad. No, I'll get it myself. No, you can't. Whoa, what the f***? Was ist das für ein gottloser Typ? Den juckt ja gar nichts. Und wieso sagt sie, no, you can't? No, you can't. Du siehst doch, wie er kann. Er ist am Genießen, das muss man ihm lassen. Was denkt sich die Mitarbeiterin, die vielleicht ihren ersten Tag hat? Wie soll die mit sowas umgehen? Komplett überfordert. Macaroni Salad. Er ist einfach nochmal zurückgegangen und hat vor dem Küchenchef gegessen. Nee. Auch wenn sowieso niemand Macaroni-Salat isst, sowas gehört sich echt nicht. Ehrenlose Aktion. Ich distanziere mich davon. Ich wollte gestern nach einem anstrengenden Tag in meinem Bett schön am Abend abschalten. Und eigentlich ziehe ich mir immer ASMR Janina rein. Aber sie hatte leider kein neues Video hochgeladen, also habe ich mir anderen ASMR-Content reingezogen. Aber seht selbst.
Junge, was hast du mit meinen Ohren gemacht? Was für ein Müllvideo. Was war das überhaupt für eine Challenge? Ach, ich sehe es. Danach kommt ein Bubble Tea und danach kommt was? Bro, das ist ein bisschen sus. Und dann isst du einen Meteor. Und danach am Schluss wolltest du eine Frau essen? Bro, what the f***? Geht's dir gut? Naja, zum Glück hat das Video hier noch aufgehört. Gott bewahre. Ach ja, by the way, sehr entspannendes ASMR. Mein ganzer Körper kann sich wirklich gut relaxen bei deinen Sounds. Damn, ist der kleine Racker swagged out unterwegs. Der kann einfach besser Skateboard fahren als ich, obwohl er nur so ein kleines Erbsengehirn hat. Eine Frage habe ich noch. Was habt ihr, meine Zuschauer, und er gemeinsam? Richtig, ihr seid beides Hunde. Ja, das war mein Statement. Fragt mir jetzt einmal was, dass ihr im Bett zu mir sagen würdest, so Dirty Talk mäßig. Oh, lasst euch was Tolles einfallen. Jetzt geht's los. Liebe Freunde, wer will denn anfangen? Wer hat hier richtig Bock anzufangen? Wer will der Erste sein? Also ich würde gerne anfangen. Ich würde tatsächlich sowas hier droppen. Irgendwann bekommt ihr eine Strafe! Genau so und nicht anders. Komm, mega sexy. Gerne mit Handzeichen melden, bitte. Toll. Ja. Dann fangen wir bei der Schule früher, ne? Fangen wir bei der 3 an. Dich, du dumme Komm her, ich gib's dir, Junge. Baby, ja, Mann. Oh Gott. Junge, was ein Typ. Ich schwöre, sowas sagt niemand. Da bin ich lieber den ganzen Abend still, als sowas zu droppen. For real, for real. Lucio 101 Outro. Oh, ich sehe, Lil Bro wird jetzt rappen. Okay, schnallt euch alle an. Ich glaube, jetzt kommt ein Banger. Der ist über 40. Also wenn Sie was angucken, sag ich Ihnen natürlich. Bruder, ich verstehe kein Wort. Bin ein Problem mit, dann sag ich dem das nicht. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich sehe, wie du den Text abliest. Super, sehr gut hast du dich vorbereitet. Er liest Text ab, aber kann trotzdem nichts. Das ist eine CD, ist hier. Was hab ich mir hier gerade reingezogen? Die letzten 10 Sekunden gingen einfach. Cool, Mann, aber lass das lieber sein mit dem Rappen. Vertrau mir einfach, hör auf. 2000 Euro Watch Cleaner. Hä? Huh? Was für ein Teil? Ach du heilige Scheiße, ist das cringe? Was ein unangenehmer Typ, oh mein Gott! Seinen Kollegen schüttet er einfach nichts über die Uhr, weil er keine Rolex anhat. Oh Gott, ey, wo leben wir? Was macht er da für eine Show? Der komplette Club hat eine tote Atmosphäre. Keiner ist richtig am Party machen außer er. Die hängen dort gerade irgendwo in Duisburg in einer Kneipe und der macht mir hier auf Dubai Mubai und verschüttet 2000 Euro Champagner. Was ein peinlicher Typ, was ein peinliches TikTok, was für eine peinliche Veranstaltung. Loser, wirklich ein absoluter Loser. Never get a haircut in Saudi Arabia. Cut only a little bit, okay? I want fade. And then just cut off the sides a little bit. Okay, okay. An den Seiten fade und sonst überall ein bisschen kürzer. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Officially gone, y'all. Wait, what are you doing? I said only cut the sides a little bit. What? Wow. Uff. Es ist jetzt schon vorbei. Ende, das war's. Ab jetzt muss alles ab. I want shape like this. Oh mein Gott, der wurde gerade gef***t. Schockstarre, die haben den zerstört. Seine schöne Haarpracht, die er so lange wachsen lassen hat, komplett im Arsch jetzt. Okay.
Der Arm ist kurz vorm Heulen, ich sehe das. Das tut mir echt leid für ihn. Und wenn ihr nicht wollt, dass euer Friseur euch das nächste Mal einfach diesen Schnitt verpasst, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschö, tschö.